Mein Badezimmer braucht ein Glow-Up. Hi, ich bin Rebecca and my life is kinda crazy. Neulich bin ich aus Berlin nach Stuttgart gezogen, um dann wieder nach Berlin zu ziehen und mittlerweile wohne ich seit 8 Monaten in meiner neuen Wohnung. Aber scheinbar sind mittlerweile nicht mal mehr die Duschwände im Mietpreis inbegriffen. Und das soll zu einer echten Herausforderung werden, denn ich bin handwerklich nicht nur unbegabt, ich besitze schließlich nur einen einzigen Schraubenzieher, ich bin zudem auch noch ein richtiger Sparfuchs, weil ich all mein Geld lieber in Beauty investiere. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Du und ich werden jetzt mein Badezimmer einrichten. Es ist ein Badezimmer-Glow-Up und zwar ein realistisches und vor allem ein praktisches. Aber schauen wir uns doch erstmal die Ausgangsposition an. Also wir haben kein Fenster, das heißt kein Tageslicht. Wir haben keinen Badezimmer-Unterschrank und vor allem haben wir keine Duschwand. Und meine Dusche ist Übergröße, das heißt 1,20 m x 1,20 m. Du siehst also, wir haben eine Menge Arbeit vor uns und deswegen legen wir direkt los. Okay, die Reihenfolge ist vielleicht nicht die sinnvollste, aber ich dachte mir, dass ich erstmal Deko shoppen gehe. Mein Tipp, macht das auf jeden Fall erst am Ende, denn so vermeidest du Fehlkäufe. Aber okay, ich habe das jetzt so gemacht. IKEA habe ich auf jeden Fall fast gar nicht besucht, weil mich das jetzt nicht so sehr angesprochen hat. Dafür kann ich dir für Kleinigkeiten aber Läden wie Jysk, also ehemaliges dänisches Bettenlager, Teddy oder Action sehr empfehlen. Hier findest du praktische Dinge wie Klebehaken, aber auch süße Deko-Elemente. Und die ersten Kleinigkeiten habe ich dann vor ein paar Wochen auch schon gekauft und euch schon einen kleinen Mini-Haul hochgeladen. Den findest du nochmal in der Infobox. Frage, hat jemand das hier im Action schon mal gekauft? Mit diesen Saugnäpfen hält das an der Wand. Ich würde das gerne mitnehmen, aber mein Freund und ich haben schon ein bisschen diskutiert. Er sagt, es hält nicht. Ich sage, der hält natürlich. Und jetzt, wenn ich es mitnehme und teste und es hält nicht, würde ich mir in jedem Streit wieder anhören müssen. Und jetzt wird's ernst. Wir brauchen eine Duschwand. Eine Kabine wollte ich jetzt nicht haben, um den Aufwand für die Montage so gering wie möglich zu halten. Und irgendwie finde ich die Idee von einer einzelnen Wand besser. Das gibt mir so ein Hotelzimmer-Feeling. Ich habe dann die günstigste Wand bestellt, die ich gefunden habe. Natürlich mit den meisten und besten Bewertungen. Und hier nochmal ein kleiner Tipp. Duschwände sind richtig, richtig schwer. Ich habe wirklich schon viele Umzüge mitgemacht, schwere Möbel getragen, habe kein Problem mit anzupacken, aber das war anders. Das gute Stück kam nämlich an, als ich alleine zu Hause war, aber kein Problem für mich und jetzt steht es auch schon in der Wohnung. Fragt sich jetzt nur, auf welcher Seite ich es eigentlich anbringen werde. Beziehungsweise, warte mal, ich bringe hier gar nichts an, dafür brauche ich einen Profi und der hat das dann in wenigen Minuten super fest angebracht. Die Duschwand ist generell super qualitativ, steht fest und ich bin sehr zufrieden. Next Step, wir brauchen einen Waschbecken-Unterschrank. Und hier drüben haben wir dann auch schon so einen kleinen Fail. Ich wollte hier unten einen schönen Waschbeckenunterschrank haben. Weißt du, wie schwer das ist, einen Waschbeckenunterschrank zu finden? Denn ich brauchte einen, den ich nicht bohren muss, weil ich will nicht so viel bohren. Ich kann das auch einfach nicht. Aber ich wollte trotzdem irgendwas mit Stauraum. Problem ist, hier hinten haben wir dieses weiße Viereck, unsere Fußbodenheizung bzw. den Regler dafür. Und das hat die ganze Sache für mich ein bisschen anstrengend gemacht, da was zu finden. Also war ich gefühlt überall im IKEA, im Bauhaus, im, ach, keine Ahnung, Obi ist es dann, glaube ich, geworden. Dieser Schrank ist vom Obi, ist auch sehr günstig gewesen. Oben stehen zwei Körbe, die sind aus dem ehemaligen dänischen Bettenlager, also aus dem Jysk. Da sind einfach nur so ein paar Waschlappen drin, also keine Abschminkpads, sondern so richtige Waschlappen. Hier ist meine Box der Schande, die sieht so schlimm aus. Das ist nämlich meine Selbstbräuner-Ecke. Da habe ich noch so einen verpackten Handschuh, diesen Selbstbräuner, in hier mit einem Handschuh, nochmal Nachschub vom St. Moritz und das kennt ihr ja noch aus meinem Drogerie-Neuheiten-Video. Und jetzt die Geschichte zu diesen kleinen Knöpfen hier unten. Man musste nämlich in die Türen diese Löcher reinbohren, um den Henkel anzubringen und man konnte sich entscheiden, ob man den oben haben möchte oder unten. Das heißt, hier unten ist nochmal eine Bohrmöglichkeit gewesen, sodass man den dann halt hier unten anbringt. Kurz gesagt, ich habe es einfach falsch gebohrt. Musste ich hier ja irgendwas machen, um das Loch zu kaschieren. Dann habe ich einfach bei Teddy oder bei Action diese Türknaufdinger geholt und angebracht. Soweit, so gut. Also, aber bevor wir jetzt zum Organisieren kommen, also zum Einräumen der Schränke, werden wir schon mal ein bisschen Deko aufstellen, denn auf diesen Part habe ich mich am meisten gefreut. Sind wir auch schon direkt hier bei meinem Wäschekorb, den habe ich von, ich glaube, ich habe den bei Zalando Lounge gekauft. Ich finde den sehr nice, weil der diese Streben hat. Ich verlinke dir den auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Ein bisschen wenig fancy, aber trotzdem gehört es ja mit dazu. Ich habe so einen Toilettenständer, wo du hier unten nochmal so aufstapeln kannst und oben, also der ist halt einfach freistehend. Ich finde den auch ganz nice. Der war von
Action. Und hier steht noch die WC-Bürste, die ist von Amazon, die ist komplett aus Gummi, die mag ich auch sehr gerne. Die Deko habe ich mir dann, du siehst es schon im Hintergrund, Bilder aufgehangen. Bilder im Badezimmer hatte ich einfach noch nie, anderes Level bei mir. Und da oben habe ich auch ein Bild und ich habe auch überall so kleine Pflänzchen aufgestellt. Guck mal, die hier zum Beispiel, ja, die habe ich hier unten stehen unter diesem wunderschönen Steinbrettchen, wo mein Schmuck liegt, wo Haargummis nochmal liegen. Das hier habe ich von Teddy, das ist eigentlich aus der Küchenabteilung, da kommt glaube ich eigentlich irgendwie so Küchenzeug drin, hat auch ein paar Euro nur gekostet. Die Pflanze da oben versteckt mit dem Bild zusammen ein Kabel, denn ich habe da oben noch eigentlich einen Anschluss für Licht, aber ich verstehe das mit dem Lichtschalter nicht, denn wenn ich den betätige, würde alles Licht angehen und das ist irgendwie so kompliziert. Und deswegen steht es da so dekorativ, die Pflanze ist aus Mjösk, hat auch nur 4 Euro gekostet und das Bild ist genauso wie dieses wunderschöne Bild und das ist mein absolutes Highlight, dieses Bild. Ihr müsst verstehen vorab, okay? Ich wusste schon relativ früh, dass hier ein Bild hängen würde. Ich habe ein Bild gesucht, was so ein bisschen Sommerfeeling macht, was aber auch im Winter nicht zu sommerlich ist. Also keine Palme oder so. Eins, was feminin ist, aber was auch mein Freund erträgt. So, weil ich wohne ja hier nicht alleine. Und ein Bild, was irgendwie so komplett Rebecca schreit. Und als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich das Nicole, ihr kennt Nicole schon aus einem YouTube-Video von mir, geschickt. Und die meinte, Sis, das ist dein Bild. Und ich liebe es maximal. Ich habe dazu noch so ein kleines Bild hier, ja, wo drauf steht Enjoy the Now. Dann habe ich hier noch ein bisschen so Duftstäbchen, das liebe ich sehr. Hier eine Vase und ein bisschen getrockneten Eukalyptus. Das ist echter Eukalyptus. Ich hatte hier auch so ein Pampasgras stehen, aber das war mir dann mit dem Dunklen und so irgendwie so ein bisschen zu unlebendig. Also ich wollte was Grünes haben. Die Bilder sind von Desenio, weil ich habe das schon im Internet oft gesehen und für mich war klar, wenn ich Bilder aufhänge von Desenio, weil die einfach so viel Auswahl haben. Und da waren richtig viele Bilder, die ich schön fand. Ich habe das bestellt, das, was da oben steht und dann nochmal, komm mal mit. Und zwar, guck mal, das sind Poster, ja, aber die haben so ein Texturdruck, das wollte ich unbedingt haben, weil ich das eigentlich selber machen wollte über so eine Leinwand. Und hier hängt genau das gleiche nochmal, das ist einfach, das gefällt mir so maximal gut. Die Wand ist trotzdem weiß und clean, was mir sehr wichtig ist. Im Badezimmer bin ich ein bisschen mehr, habe ich ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber so in der Wohnung mag ich das, wenn es so, ihr seht, ich habe so Grautöne und einfach alles so recht clean, weißt du? Also wenig Deko und so, das ist einfach mein Ding, das mag ich, das habe ich schon immer gefeiert. Aber so ganz kahle Wände wollte ich dann auch nicht haben und deswegen finde ich vor allem auch dieses Bild so unfassbar, oder beide halt, ne, so unfassbar schön. Aber auch in unserem Flur, direkt wenn man reinkommt, haben wir ein Bild aufgehangen. Und das ist auch wieder so ein 3D-Druck. Das ist noch mehr 3D, finde ich, als die anderen. Aber das ist halt auch einfach nur ein Poster. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn man das Gefühl hat, dass der Flur einfach nicht komplett weiß ist, da findet schon was statt, aber irgendwie so minimalistisch, weißt du? Die Bilder habe ich dir nochmal in der Infobox verlinkt und zusätzlich einen unfassbaren Rabatt von 45% organisiert. Das ist crazy. Die Senior unterstützt nämlich dieses Video und hat uns den Rabattcode Rebecca Blank bis zum 6.6. freigeschaltet. Im Badezimmer bin ich dann aber für meine Verhältnisse, okay, schon etwas mutiger geworden und ich liebe es, welchen Vibe diese Bilder an meinem happiest place in der ganzen Wohnung machen. And now Organisation, Stauraum schaffen. Wir haben in meinem Badezimmer genau 4 Möglichkeiten, etwas zu verstauen. Der Platz auf der Waschmaschine, meine Handtücher sind ein bisschen empty gerade, weil die jetzt gerade hier im Trockner sind. Aber hier sind normalerweise meine weißen Handtücher, hier dann so gemischt. Also es ist auch wirklich kein Set, das habe ich mir einfach irgendwie zusammengesammelt über die Jahre. Mir reicht das völlig aus. Sporthandtücher sind dann in meiner Kammer da hinten. Und jetzt zeige ich dir mal, wie unfancy, aber realistisch es wirklich ist. Hier hinten ist nämlich meine Waschmittelsammlung. Ein Reminder, bei Beispielen achten wir bitte darauf, dass er auf Pflanzenbasis ist. Hier steht jetzt nochmal mein Erste-Hilfe-Kästchen. Feuchtes Toilettenpapier. Also entweder hier, aber da sehe ich das nicht so. Ich sehe das ehrlich gesagt eher so hier. Wir haben 2 von den Dingern hier, das andere liegt da. Und dann haben wir nochmal ein so ein flacheres, was ich persönlich übertrieben nice finde. Hier unten haben wir noch Häkchen für zum Beispiel den Luferschwamm und so. Ich gehe auf jeden Fall mit Desinfektionsmittel drüber, weil ich kann mir vorstellen, dass man das machen muss. Kleiner Haken dran und ich denke, man muss das so aufhängen, damit man das denn hier so reinhaken kann. Ich glaube, ich messe das lieber aus. Ich habe es doch nicht gemessen. Der Vorhang, guck mal, die Fliese endet ja hier hinten, aber der Vorhang nimmt ja die halbe Fliese weg. Das heißt, wenn ich die Mitte genommen hätte, wäre das zu weit da. Rutscht so ein bisschen hin und her, was erstmal ein Minus sein könnte, aber ich finde es eigentlich gut, weil so kannst du, wenn es dir nicht ganz mittig genug ist, nochmal korrigieren. Und es sitzt auf jeden Fall ordentlich fest. Ich bin jetzt schon ziemlich stolz, muss ich sagen. Das war sowas von die richtige Entscheidung, das hier hinzuhängen, weil das jetzt mit diesem Bilderrahmen und diesem schwarzen Toilettendings da unten übertrieben gut funktioniert. Wir räumen das ein. So, in die oberste Etage habe ich ein bisschen Heilerde und so ein Körperpeeling gestellt. Hier sind jetzt noch ein paar Flaschen, die so relativ leer sind, aber die einfach
aufgebraucht werden müssen. Ein Abschminköl, damit ich meine Skincare nicht immer aus meinem Schrank hierher tragen muss, wenn ich mich in der Dusche abschminke. Ein Reinigungsgel fürs Gesicht. Natürlich mein After Sun Duschgel von Balea. Revolution Bond Plex Shampoo und Conditioner. Noch ein anderes Shampoo und noch ein anderes Shampoo, was wir testen. Und ein paar Produkte von Ritual. Und hier an diesen beiden Haken habe ich meinen Rasierer aufgehangen, der ist von Hey Astrid. Hier unten liegt noch eine feste Dusche, damit ich die mal aufbrauche. Ein paar Haargummis, das passt ganz gut mit diesen Rillen. Hier habe ich sie reingeklemmt, wenn ich so Haarmasken einwirken lasse unter der Dusche, brauche ich das manchmal. Und meine Kopfmassagebürste, die ich immer noch fleißig teste. An diesen beiden Haken habe ich dann einmal meinen Luferschwamm. Und dann haben wir hier noch die Körperbürste aufgehangen. Ich wollte schon mal vorab, ich habe den hässlichsten Duschwang aller Zeiten, weil ich wollte unbedingt einen haben, der durchsichtig ist, aber die ganz klaren sehen irgendwie auch nicht schön aus. Deswegen recht unschön, aber vielleicht finde ich da noch eine schönere Lösung. Ich hatte an so einen schwarzen Duschvorhang gedacht, aber das erschlägt er dann doch, glaube ich, im Gesamtlook. Herzlich willkommen in meinem Happy Place. Hier musste ich ein bisschen Organisation reinbringen, denn ihr seht, ich habe ein bisschen, aber es ist wirklich nach System jetzt sortiert. Wir fangen oben an. Hier oben haben wir meine Zahnputzecke. Vaseline brauche ich jetzt nicht so on a daily basis, aber ich finde es immer gut, zu Hause zu haben. Und da hinten meine Sprühflaschen. Die benutze ich ja sehr gerne für alles Mögliche, um Teebaumöl da reinzufüllen oder um eine Haarkur nochmal aufzulösen, damit die einfach ergiebiger ist und sich besser verteilen lässt. Oder? Meine Ohrenstäbchen habe ich in so einem Plastikding aufbewahrt. Und da sind so Sachen drin, die ich nicht on a daily basis brauche, wie zum Beispiel einen Pinsel für Masken, eine Schere zum Haare schneiden, so ein paar Gesichtsrasierer. Diese Geräte hier zum Pickel aufmachen soll man ja eigentlich auch nicht. Ein Mini-Pinsel für Masken, einen kleinen Spachtel auch nochmal für Cremes und Masken, eine Nagelknipser und eine Pinzette. Und das sind dann so ein paar Pickel-Notfallcreme, also wirklich nur, wenn ich einen akuten Pickel habe. Hier habe ich ein paar Gesichtsmasken, meine über alles geliebten Yepoda-Face-Masken, meine Schilddrüsen-Tabletten, meinen absoluten Lieblingsduft, obwohl ich von der Marke gerade noch einen anderen habe, der ist anders gut, aber erzähle ich euch mal ein anderes Mal. Einen kleinen Deo-Stick, hier Kosmetik, die ich jetzt nicht so super oft benutze. Dann hier komplett meine Beauty Mate Serien, Teebaumöl von The Ordinary nochmal Retinol. Repair Hero von Yepoda, liebe ich, habe hinten auch schon Nachschub. Jungglück Augengel und die Cremes von Jungglück auch nochmal. Dann nochmal von The Ordinary Niacinamide, ein Deo, ein Gesichtsöl und so ein bisschen was von meinem Freund. Eigentlich sollte das so seine Etage sein. Und jetzt zur letzten Etage. Hier habe ich einmal mein Reinigungs-Bubble Double von Yepoda. Schon mal Nachschub da hinten. Das habe ich mir extra auf die rechte Seite gestellt, weil wenn ich hier mein Gesicht wasche, greife ich vorzugsweise mit der rechten Hand nach oben und dann ist das einfach schon perfekt. Der Abschminkbalm und nochmal die Creme zum Mischen der Serien. Die steht jetzt einfach ein bisschen lost hier, aber hier ist eigentlich alles zum Abschminken. Also Reinigungsölebalm, Reinigungsschaum. Generell ist es die Richtung Abendpflege. Skinimalist von Sophia Thiel nochmal als Nachtpflege. Meine Yepoda Nachtpflege auch nochmal mit Nachschub. Und hier ist dann sozusagen die Mitte, wo es zum Tag geht. Also nochmal ein Moisturizer, den kann man ja auch abends benutzen. Vitamin C am Morgen, meine Tagescreme, mein Sonnenschutz hier hinten, ein Serum als Stick von Sophia Thiel, mega feiere ich. Eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 15, eine Augenpflege und natürlich auch die vegane Schneckenschleim-Augencreme von Yepoda. Eine Gesichtsmaske von Yepoda, nochmal eine Gesichtsmaske als Stick, auch sehr, sehr geil. Das Grüne hier hinten alles ist eine Pflegeserie für eher unreine Haut. Das heißt, wenn meine Haut irgendwie so ein bisschen ausgebrochen ist, dann greife ich gerne auf die komplette Serie zurück. Bei Teddy hatte ich für 1 Euro diese Klebehaken gefunden und bin mega zufrieden. Den habe ich einfach neben das Waschbecken geklebt, damit man direkt da ein Handtuch hat. Ansonsten steht nur mein Isana Med Gesichtsreinigungsgel noch auf dem Waschbecken und mein kleiner Kosmetikmülleimer im Unterschrank. Dann habe ich ein System, sage ich mal, von Ikea übernommen. Also diese Körbe einfach nur, aber die finde ich mega gut. Die rutschen nämlich nicht, passen perfekt aufeinander. Da habe ich Sachen reinsortiert, die ich schon öfter brauche, aber jetzt nicht on a daily basis, wie zum Beispiel mein Reinigungsmittel für meine Pinsel. Ihr wisst ja, was ich da verwende. Und dieses kleine Organisationsding ist eigentlich für Unterlagen. Das habe ich aus der Schreibwarenabteilung und ich finde, das passt perfekt in den Unterschrank. Und das ist das also, mein praktisches und realistisches Badezimmer-Glow-Up. Ich muss sagen, dafür, dass ich absolut gar kein Händchen für Dekoration und Einrichtung habe, gefällt es mir sehr gut. Eine klitzekleine Kleinigkeit werde ich eventuell noch anpassen und zwar Thema Beleuchtung. Ich glaube, dass man mit dem richtigen Licht, auch so einem kleinen bisschen indirekten Licht, echt noch was rausholen kann. Falls du dich da ein bisschen auskennst oder eine Idee hast, ich bin für Tipps und Inspo immer sehr, sehr dankbar. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du hättest vielleicht ein bisschen anders gemacht oder was du dir auch noch gut vorstellen kannst. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du dieses Video bisher geschaut hast. Denk auf jeden Fall noch an den Desenio-Code 45% bis zum 6.6. mit dem Code Rebecca Blank. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann am Sonntag wiedersehen und zwar genau hier auf dem Kanal. Also abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich sage, mach's gut, bis dahin und tschüss.